Kapitel 26. Wieder einmal brach eine Hungersnot über das Land herein, wie schon damals zur Zeit Abrahams. Da zog Isaak nach Gerar zu Abimelech, dem Philisterkönig. Jahwe war ihm nämlich erschienen und hatte gesagt: Zieh nicht nach Ägypten, bleib in dem Land, das ich dir sage. Lebe als Fremder in diesem Land, dann werde ich mit dir sein und dich segnen. Denn dir und deinen Nachkommen werde ich all diese Länder geben. Ich halte den Eid, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Ich mache deine Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel und gebe ihnen all diese Länder. Und durch deine Nachkommen werden alle Völker der Erde gesegnet sein, weil Abraham auf mich gehört und meine Befehle, Gebote und Weisungen befolgt hat. So blieb Isaak in Gerar. Als nun die Männer am Ort sich nach seiner Frau erkundigten, sagte er: Sie ist meine Schwester. Denn er dachte: Die Männer hier werden mich wegen Rebekka umbringen. Sie ist ja so schön. Als er schon längere Zeit dort war, schaute der Philisterkönig Abimelech einmal aus dem Fenster und sah, wie Isaak mit Rebekka schmuste. Da ließ er ihn zu sich rufen und sagte: Sie ist ja doch deine Frau. Wie konntest du nur sagen, sie ist meine Schwester? Ich befürchtete, wegen ihr umgebracht zu werden, erwiderte Isaak. Was hast du uns da angetan? Rief Abimelech. Wie leicht hätte es geschehen können, daß einer meiner Leute mit ihr geschlafen hätte? Dann hättest du uns in schwere Schuld gestürzt. Darauf ließ Abimelech dem ganzen Volk bekannt machen: Wer diesen Mann oder seine Frau antastet, wird in jedem Fall mit dem Tod bestraft. Isaak säte in diesem Land Getreide aus und erntete in jenem Jahr das Hundertfache. So segnete Jahwe ihn. Sein Besitz vermehrte sich immer mehr, und er wurde ein sehr reicher Mann. Er hatte Kleinvieh und Rinderherden und ein zahlreiches Gesinde. Da wurden die Philister neidisch auf ihn. Deshalb schütteten sie alle Brunnen zu, die von den Leuten seines Vaters Abraham gegraben worden waren, und füllten sie mit Schutt. Und Abimelech sagte zu Isaak: Zieh von uns weg, denn du bist uns zu mächtig geworden. Da verließ Isaak die Stadt und schlug sein Lager im Tal von Gerar auf. Danach legte er die Brunnen wieder frei, die zur Zeit seines Vaters Abraham gegraben worden waren und die die Philister nach dessen Tod zugeschüttet hatten. Er gab ihnen die gleichen Namen, die sein Vater ihnen gegeben hatte. Isaaks Leute gruben auch im Talgrund und stießen dabei auf Quellwasser. Doch die Hirten von Gerar fingen Streit mit den Hirten Isaaks an und erklärten: Das Wasser gehört uns. Deshalb nannte Isaak den Brunnen Esek, Zank, weil sie sich mit ihm herumgezankt hatten. Sie gruben einen anderen Brunnen, aber auch um den stritten sie. Da nannte er ihn Sitna, Anklage. Danach zog er von dort weiter und grub noch einen Brunnen. Um den gab es keinen Streit. Deshalb nannte Isaak ihn Rehobot, Weite, und sagte: Jetzt hat Jahwe uns freien Raum gegeben, dass wir uns im Land ausbreiten können. Von dort zog er nach Beersheba hinauf,
In derselben Nacht erschien ihm Jahwe und sagte: Ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Hab keine Angst, denn ich stehe dir bei. Wegen Abraham werde ich dich segnen und deine Nachkommenschaft zahlreich machen. Isaak baute dort einen Altar und rief den Namen Jahwes an. Er schlug sein Lager in der Nähe auf, und seine Leute begannen, einen Brunnen zu graben. Da besuchte ihn Abimelech aus Gerar zusammen mit seinem Ratgeber Ahusat und seinem Heerführer Pichol. »Warum kommt ihr zu mir?« fragte Isaak sie. »Ihr habt mich doch wie einen Feind behandelt und von euch fortgejagt.« »Wir haben deutlich gesehen, dass Jahwe auf deiner Seite steht«, erwiderten sie. »Deshalb haben wir uns gedacht, es müsste eine eidliche Verpflichtung zwischen uns stehen. Wir wollen einen Vertrag mit dir schließen, dass du uns keinen Schaden zufügst. Wir haben dir ja auch nichts zuleide getan. Wir haben dir nur Gutes erwiesen und dich in Frieden ziehen lassen. Du bist nun einmal von Jahwe gesegnet.« Daraufhin ließ Isaak ihnen ein Mahl zubereiten, und sie aßen und tranken. Früh am nächsten Morgen leisteten sie einander den Schwur. Dann ließ Isaak sie in Frieden ziehen. Am selben Tag kamen seine Leute, die den Brunnen gegraben hatten, und meldeten: »Wir haben Wasser gefunden!« Da nannte Isaak den Brunnen Schiba, Schwur. Deshalb heißt die Stadt bis heute Beersheba, Schwurbrunnen. Als Esau 40 Jahre alt war, heiratete er zwei Frauen, Jehudit, die Tochter des Hethiters Beri, und Basemat, die Tochter des Hethiters Elon. Das war ein schwerer Kummer für Isaak und Rebekka.